Die größten Verhinderer. Die größten Verhinderer, um da anzukommen in dem Leben, wovon wir eigentlich insgeheim träumen, ist unsere Angst. Ist unsere Angst, dorthin zu gehen, wo wir noch nie waren. Ist unsere Angst, das zu tun, was wir noch nie getan haben. Aber beides ist notwendig, um da anzukommen, wo das Herz, unsere Seele, dein Herz, deine Seele, dich mit deinen kühnsten Träumen eigentlich hinführen möchten. Um das zu haben, was du so noch nie hattest. Um die Persönlichkeit wirklich zu sein, ein neues Ich zu kreieren, die du bis eben noch nicht warst. Und das sind ganz viele Muster in uns, synaptische Verbindungen in unserem süßen Spatzenhirn, die das einfach verhindern. Und wenn du das mal erkannt hast, deshalb teile ich das heute hier mit dir. Der erste Schritt ist ja immer etwas zu erkennen. Da ist ein Impuls da, du würdest ja eigentlich gerne dies und jenes. Das kannst du durch dein eigenes Thema ersetzen, was du gerne verändern möchtest in deinem Leben, sei es auf der beruflichen, auf der privaten, auf der finanziellen oder auch auf der gesundheitlichen Ebene. Du würdest ja gerne das und das verändern. Aber gehst nicht. Oder gehst mal so ganz sanft ein paar Schritte voran, aber gehst gefühlt auch wieder zurück. Und das ist das, mal ein anderes Beispiel dafür. Wir gehen dann in diesen neuen Raum rein und da sind auch schon einige Türen sich am Öffnen, aber dann gehen wir wieder zurück, weil wir Angst haben, wirklich da durchzugehen. Weil unser ganzes System irgendwie rebelliert und sagt, da lauert Gefahr. Das geht nicht, weil dann erzählt man was von seinen kühnsten Träumen im Umfeld. Dann kommt das Umfeld noch dazu und sagt, ich kenne einen, der kannte einen, der hat das auch schon mal versucht. Funktioniert nicht, lass die Finger davon. Und, und. Also diese ganzen Geschichten, die wir uns zum großen Teil selbst erzählen, die wir dann aber auch erzählt bekommen von gut gemeinten Ratschlägen, aus dem Umfeld, von wem auch immer. Und schon machen wir wieder dann Rückzieher. Und eigentlich, guck mal, die Träume, die Ideen, die du hast, von dem freien Leben unter dem Aspekt, wenn wirklich alles für dich möglich wäre, die hast du ja nicht einfach so. Die sind ja in dir verborgen. Das sind ja die Dinge, die du mal hierher mitgebracht hast. Und da sind wir so gestrickt, auch vom Kopf her unsere Aufmerksamkeit auf die Dinge auch zu richten. Und uns die Geschichte zu erzählen oder uns in die Geschichte hineinzubegeben. Was ist, wenn es nicht funktioniert? Was wäre, uns vielmehr wieder die Geschichte zu erzählen? Einladung an dich. Was ist, wenn es funktioniert? Was ist denn, wenn es ganz großartig wird? Was ist denn, wenn ich wirklich da ankomme in dem Leben, von dem ich träume? Weil dann geschieht etwas ganz, ganz Wichtiges, was für den Manifestationsprozess enorm hilfreich ist. Manifestationsprozess bedeutet ja jetzt mal vereinfacht dargestellt, wird jetzt hier den Raum sprengen, im Detail drauf einzugehen. Du darfst anders denken, damit einhergehend anders fühlen, damit einhergehend auf eine andere Art und Weise handeln und damit einhergehend hast du im Außen automatisch, das geht gar nicht anders, andere Ergebnisse, sprich den Erfolg. Und wenn du jetzt mal da eintauchst, wie fühlt es sich denn wirklich an, wenn du da ankommst, wo du eigentlich hin möchtest, wo dein Herz, wo deine Seele schon seit einer ganzen Weile dich hinschubsen möchten? Dann geschieht Folgendes. Du begibst dich automatisch in die Frequenz, die erforderlich ist, um das auch zu empfangen, um das auch zu erreichen. Was meine ich mit Frequenz? Guck mal, anderes Beispiel. Du hast einen Radiosender und die Musik, die da immer abgespielt wird, die gefällt dir einfach nicht mehr. Bevor du eine andere Musik mit deinem Radiosender empfangen kannst, musst du die Frequenz erstmal verändern. Von AM auf FM, von keine Ahnung welchem Bereich auf einen anderen Frequenzbereich. Das kann nie auf eine andere Art und Weise geschehen. Nur indem du immer denkst,
Bitte spiel mir da endlich mal eine andere Musik ab. Du drückst aber auch nicht auf die Taste und veränderst was an der Frequenz des Radiosenders, wird immer wieder das Gleiche abgespielt werden. Also wenn da immer die Beatles gespielt werden, du aber eigentlich, keine Ahnung, Mozart hören möchtest, dann kann deine mentale Ausrichtung und dein Gefühl, wie es ist, wenn du Mozart hörst, noch so stark sein. Wenn du aber die Frequenz von deinem Sein nicht änderst, dann wirst du deine Ziele nicht erreichen. Sorry, Klartext. Deshalb ist es so wichtig, das mal zu erkennen und zu wissen, dass da auch eine Instanz in dir ist, die dich zurückhalten will, weil die dieses Neuland ja nicht kennt. Das hat was mit unserem Stammhirn zu tun, ohne da jetzt näher drauf einzugehen. Und du darfst dich in diese neue Energie, diese neue Identität, die du ja in deinem neuen Leben bist, jetzt schon hinein entspannen, hinein schwingen, also in diese Frequenz eintauchen, wie beim Radiosender. Und jetzt würde ich dich auch mal gerne noch dazu einladen, dich dazu erinnern, dass du, als du mal hierher gekommen bist, dieses Licht dieser Welt erblickt hast, aus dem Bauch von der Mama ausgecheckt bist, auf welchem Weg auch immer, kaiserlich oder nicht kaiserlich, dass du hierher gekommen bist mit einem ganz eigenen Plan. Stell dir so einen unsichtbaren Rucksack vor und da ist der Plan deiner Seele drin. Was deine Seele, was deine einzigartige Botschaft eigentlich ist, zum jetzigen Zeitpunkt, im jetzigen Zeitalter, im jetzigen Körper mit dieser Welt da draußen zu teilen. Du hast eine einzigartige Botschaft mitgebracht. Das ist der Grund auch, warum du immer so das Gefühl hast, irgendwie muss mehr in meinem Leben möglich sein als das, was ich bis eben lebe. Daran darfst du dich auch erinnern. Und jetzt lass mal auf dich wirken. Kann es sein, und lausch da auf die ersten Impulse, dass es jetzt Zeit wird, für dich wirklich den Plan deiner Seele zu erkennen, diesen unsichtbaren Rucksack mal aufzumachen und deinen Plan mal zu entrollen und da mal drauf zu schauen. Was ist wirklich deine Botschaft hier? Warum bist du hier wirklich angetreten? Warum bist du jetzt wirklich hier auf dieser wunderschönen Welt im jetzigen Körper? Und kann es auch sein, dass du daraus mal dem Ruf deiner Seele wirklich folgst, sprich auch deinen Seelenberuf daraus kreierst? Um mehr die Dinge zu machen oder nur noch die Dinge zu machen, die wirklich dir selbst entsprechen. Um all deine Talente, Fähigkeiten, Begabungen, Interessen und Stärken zusammenzufügen, sodass ein wunderbares Ganzes entsteht. Kann es sein, dass es jetzt auch der Zeitpunkt ist, dass du neue Entscheidungen triffst, um andere neue Resultate zu erzielen? Du kannst das auch. Du kannst das, sonst hättest du diese Idee nicht. Du kannst es definitiv. Wenn du da gerne Unterstützung hättest, ich poste dir den Link hier auch nochmal mit dazu, zu The Big Essence, zu Start Your Free Life. Das ist eine Masterclass, die wir anbieten am 8. Februar. Es gibt auch eine Aufzeichnung, sollte es an dem Tag bei dir nicht gehen, bekommst du die Aufzeichnung, wo wir da so ganz tief eintauchen mit den Teilnehmern und mit dir dann möglicherweise auch, wenn du dich dafür entscheidest, damit du mal deine wahre Größe, Kraft, Stärke, Energie wirklich spürst und aus dieser Energie heraus dir alles Weitere dann manifestieren, kreieren kannst, wo auch immer dann die Reise für dich nach dem Plan deiner Seele hingehen darf. Das ist the big essence to start your free life. Also komm gern dazu. Ich poste dir den Link in der Nähe von des Videos, von in die Nähe des Videos, deutsche Sprache. Klick drauf und folge deinem ersten Impuls, folge deinem Herzen und dann sehen wir uns in dieser Masterclass am 8. Februar oder eben in der Aufzeichnung. Hab noch einen wunderschönen Tag, fühl dich ganz lieb gedrückt. Bis dahin, sonnige Grüße. Ciao, ciao, bis bald, Irmgard.